Ne, Natururin schon wieder dran. Wir machen heute einen Herrenabend mit ganz viel Bier trinken. Kumpel ist gekommen, aber der will nicht gefilmt werden. Und deswegen, hier, wir werden auch später Fräsen machen. Und wenn wir Fräsen machen, werde ich deswegen seine dreckigen Hände filmen. Und darauf, dass unser Herrenabend jetzt anfängt, werden wir erstmal ein Bier trinken. Geprost. So, und jetzt, wo wir erste Schlücke Bier getrunken haben, kann unser Herrenabend beginnen. Wir wollen jetzt zum Herrenabend Fräsen machen. Und ich gebe jetzt Kumple die Aufgabe, deutsche Kartoffeln zu beschneiden. Also, Kumple hat seine dreckigen Finger an den Kartoffeln. Und der beschneidet das jetzt ganz sauber. Diese, wenn die ha Vorhäute abgeschnitten sind, Du bist auch so ein Vorhaut, Mann. dann packt der, ja genau, hier rein. Und dann wird das, und dann kommt da Wasser rein und dann kochen wir das. Kumpel hat Kartoffel fertig geschnitten und hier liegen diese ganzen Kartoffelvorhäute. Diese Kartoffel für heute werde ich hier auf meinem voll vermüllten, ranzigen Mülleimer entfernen. Und jetzt, wo Kartoffel fertig beschnitten sind, gebe ich Kumple die Aufgabe, diese, wie heißt das nochmal, diese Paprika zu beschneiden. Die Paprika werden ordentlich beschnitten. Und ich mache jetzt diese Kartoffeln. Ne, Wasser fehlt. Erstmal hier dieses verschmierte Dreckswasser aus der Leitung rausholen, dass das hier diese Kartoffel begießt. Jetzt hier drauf machen. Und jetzt Herd anmachen. Und warten, bis hier Blasen kommen. Also, hier die verschmierten Kartoffeln, die kochen. Also langsam. Aber die sind noch hart und so. Und weil die sind noch beim Kochprozess am Anfang. Und erstmal Salz reinmachen. Ich habe diese Schnitzel ausgepackt, weil wir werden heute Kartoffeln mit Schnitzel fressen und gebratene Paprika, dann mit Tomatensalat und Rotkohl. Also erstmal für diese Schnitzel. Herd anmachen und jetzt Rapsöl reinmachen und ein bisschen diese getrockneten Schnitzel hier hin und her bewegen, extra damit da noch mehr Fett von diesem Öl dran kommt und jetzt warten bis bis heiß kommt. Hier die Schnitzel braten langsam. Und deswegen, weil die Schnitzel langsam braten, mache ich hier Pfeffer rein. Und hier Zimt für so einen weihnachtlichen Wintergeschmack. Und jetzt die vom Kumple beschnittenen Paprika. Extra damit die anbraten und die man dann hier auf diesen verschmierten Kartoffeln, die noch ein bisschen brauchen, dass man die drauf machen kann. Weil das schmeckt gut mit Paprika. Hier, steche mit der Gabel rein. Und man fühlt, dass bald Fräsen fertig ist und dass wir das bald in uns reinschieben können. Also, Kartoffeln sind fertig gekocht. Jetzt hier reinschmeißen. Jetzt Margarine reinmachen und dann so lange umrühren, bis Schmilz kommt. Also jetzt hier diese verschmierten Kartoffeln, die ich mit ganz viel Margarine vollgefettet habe. Extra damit wir stark und fett werden. Das werde ich jetzt hier drauf machen. Erstmal einmal auf den Teller und einmal auf diesen Teller. Und jetzt dieser gebratene Schnitzel oder was das ist.
Auch einmal auf diesen Teller und auf diesen Teller drauf machen. Diese fettigen Paprika, die werde ich auch aufgeteilt auf unsere Teller, auf alles drauf machen. So, jetzt Tomatensalat von gestern, das habe ich gestern, nee, vorgestern glaube ich, habe ich das gemacht. Die werde ich auch auf unsere Teller drauf machen. So, und jetzt, damit das zu dieser Weihnachtenzeit so um den Dreh passt, weil wir haben das jetzt in der Aufnahmedatum kurz vor Weihnachten. Rotkohl, Apfelrotkohl noch drauf machen. Extra damit das wie Weihnachtsfressen ist. Oder ja, doch, das ist Weihnachtsfressen. So, und jetzt zu guter Letzt Ketchup. So, Fressen ist fertig. Das hier, das ist unser Fressen. Und jetzt können wir das Fressen. Läuft. Gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, dass wir das jetzt fressen können. So, jetzt zum Herrenabend. Der erste kurze Jägermeister oder wie das heißt. Trinken. Das letzte Mal, wo ich Jägermeister getrunken habe, das war bei dieser 100 Kilometer Sauftour gewesen mit Marvcon TV. Also mit Marvin. Das war das letzte Mal gewesen, wo ich Jägermeister getrunken habe. Und da war ich so besoffen gewesen, dass ich da irgendwie jedes Mal in Gram reingefallen bin und auch in irgendwelchen Brennnesselbüschen und sowas rein. Und das hat voll gejuckt und sowas. Also gekratzt und das hat Flecken und sowas verursacht und diese Pickel und so in diesen Rücken. Und man hatte am nächsten Morgen, wenn ihr dieses Video euch angeschaut habt, das habe ich euch am nächsten Tag gezeigt gehabt. Wieder diese ganzen, wie heißt das doch mal? Dass ich da. Da waren noch mehr Stellen gewesen, wo das eingedrückt war in den Busch. Und eine Stelle habe ich euch gezeigt gehabt, wie ich da reingefallen bin. Also, naja, nicht wie ich da reingefallen bin, sondern wie dieser Busch da eingedrückt war, weil ich da reingefallen bin am Vortag. Mit ganz viel Jägermeister. Besaufen ist. Glühwein trinken. Extra für Weihnachten. So, zum Herrenabend gucken wir uns Natururin an. Dieser Glühwein. Das könnt ihr auch mal Weil machen. ich jetzt hier Glühwein da habe, werde ich hier meine Ostertasse mit Glühwein befüllen und das in die Mikrowelle erstmal reinpacken. Das werden wir bald auch noch machen. Glühwein in die Mikrowelle mit reinpacken. So, wir haben hier Glühwein. Und jetzt bespritze ich diese Tassen voll. Werde ich die beiden Tassen nach da drüben hinstellen. Das hier, das ist in der Mikrowelle drin. Und zu machen und anmachen. So, hier unsere Glühweine sind fertig. Unsere Weine. Aber ich bin fett. Und deswegen fressen wir jetzt ganz viel Brot. Hier, wir sind müde oder so. Das heißt, wir schlafen gleich. Also tschüss bis morgen. Hier, nächster Tag ist angebrochen, oder wie das heißt. Und ich habe zwar gerade keinen Kater, aber ich fühle mich voll durch und sowas. Den Rest Bier von gestern Abend, den habe ich nur zur Hälfte aufgeschafft. Den werde ich als Guten Morgen Bier trinken missbrauchen. Und dann war ich diesen Guten Morgen Bier missbraucht habe dafür. Kann das Herrenwochenende
weitergehen. Und eben gerade stand ein Postbote vor meiner Haustür und hat mir ein Paket geliefert. Hier, ich mache jetzt Kaffee für uns beide zum Frühstücken, weil das gehört so. Das muss so sein. Und deswegen? Und hier, meine Kaffeemaschine ist ja kaputt, immer noch. Ich habe eine in der Wunschliste reingepackt. Amazon-Wunschliste, wie das heißt. Und deswegen filme ich jetzt gerade, wie ich sonst immer meinen Kaffee mache, weil meine Kaffeemaschine kaputt ist. Wie ich meine Kaffeemaschine immer bediene. Und zwar guck mal, zum Kaffee machen mache ich Folgendes. Hier vorne sind Teller und das hier von Kochen, von Fressen von gestern. Das habe ich noch nicht abgewaschen, das mache ich irgendwann später oder so. Aber das erste, was ich mache zum Kaffee machen, ist hier das hier zu befüllen mit Wasser. Und jetzt, nachdem ich das mit Wasser befüllt habe, mache ich das hier in die Mikrowelle rein und hier 3 Minuten. Und jetzt, hier ist Kaffee drin, oder wie das heißt. Und das werde ich jetzt auch hier in diesen Kaffeebeutel reinmachen. Das Wasser ist einsatzbereit, weil warm kommt. Und jetzt auf dieses Scheißkaffee draufschütteln. Erstmal die eine Hälfte und dann hier runterlaufen lassen. So dass das hier runter tropft und hier reinfällt, diesen Thermos-Dings. Und wenn das runtergelaufen ist, komplett, dann wird die andere Hälfte auch reingemacht. Und dann, wenn das beides runtergetropft ist, also jetzt diese Hälfte, die ich reingekippt habe, als auch die nächste Hälfte, dann ist Kaffee fertig für uns beide. Da sind 2 Tassen fertig. Wir haben gerade Kaffee getrunken und weil mein Akku fast leer war, habe ich das aufgeladen beim Kaffee trinken. Und deswegen sieht man uns jetzt gerade nicht am Kaffee trinken. Hier, wir wollen einen Spaziergang machen draußen, weil das Wetter ist voll cool. Weil da kommt Sonne und sowas. Seht ihr das, dass hier Sonne rumkommt? Ich glaube, das sieht man. Weil mein Gesicht sieht man von der Kamera her nicht mehr so richtig. Deswegen ist Sonne da. Und deswegen, weil Sonne da ist, machen wir einen Spaziergang jetzt. Wir sind von meinem Zuhause ausgelaufen. Und wenn wir noch weiter ausgelaufen sind, dann werden wir erstmal Bier trinken. Ich glaube, genau das machen wir gleich. Wenn wir noch weiter von meinem Zuhause ausgelaufen sind. Endlich wieder Bier trinken, gib Wurst. Hier, wir sind an der Weserwehr angekommen. Also da, wo Wasser runterfällt. Wie man das hier sehen kann. Hier, wir sind hier oben. Hier an dieser dreckigen Weserwehr, oder wie das heißt. Hier, wir sehen uns Bier trinkend den Schiffskatapultieranlage an. So dass hier diese Schiffe oder was das sind da drüben, dass sie hochgehen mit dem Wasser. Und dann, wenn das passiert ist, dann geht das da vorne irgendwie auf oder so. Und dann fahren die nach da lang. Ja, das sehen wir uns gerade an. Auf dieser Wiese hier, das ist ein Naturschutzgebiet oder sowas. Und da drüben, da ist ganz viel Hähnchenfleisch und sowas. Und deswegen ist das Naturschutzgebiet, weil da ganz viel Hähnchenfleisch rumliegt. Ja, da laufen die rum. Und da sind wir gerade. Ha 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 ha
Das da vorne, das ist dieser Naturschutzgebiet See irgendwie. Das habe ich euch letztens auch schon mal gezeigt gehabt. Wo hier ganz viele Vögel und sowas rumschwimmen und drauf sind. Jetzt gerade, weil wir es mittags haben, das ist gegen Abend viel mehr los. Oder beziehungsweise gegen andere Jahreszeiten wie Sommer oder Ende Sommer, da ist hier ganz viel Vögel. Oder Anfang Sommer. Aber jetzt gerade, da sind wenige Vögel drauf. Auf diesem See. Guck mal, das hier ist ein nasser Boden. Und wenn ich jetzt mit meinem Schuh drauf komme und dann diesen Schuh wegmache, dann kommen Blasen. Hier, wir sind hier in dieser Werdersee oder wie das heißt, angekommen. Und da laufen wir jetzt lang oder so. Das machen wir. Und guck mal, da ganz hinten. Oh, diese Sonne blendet mich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ganz hinten, da ist hier Rohr mit Dampf oben drauf. Das ist da ganz hinten. Oh nein. Wir laufen an Schrebergärten vorbei. Hier, wir sind jetzt bei der Erdbeerbrücke angekommen, oder wie das heißt. Und da laufen wir jetzt, da laufen wir jetzt nicht rüber, sondern wir laufen dann da lang, weiter. Und irgendwann laufen wir wieder über die Weserwehr rüber. Und danach zu E-Center oder wie das heißt, um neues Bier zu kaufen. Extra, damit wir den Herrenabend doch stärker vervollständigen können. Hier, ich bin schon wieder an diesen Baumstamm dran, wo ich schon mal Bierpower gemacht habe. Den habe ich mit ganz viel Bier im Rucksack gemacht. Wir haben den verschmierten Edeka oder E-Tanzer oder wie das heißt gefunden. Da werden wir gleich Bier und mit Brötchen und auch mit Sachen kaufen gehen. So, ich war in diesem verschmierten Edeka drin gewesen. Und ich habe Bier gekauft. Neues Bier für diesen Herrenwochenende. Plus diese Brötchen und mit Matt, weil das ist Herrenfressen. Und hier, guck mal, ich habe hier ein Bierpor Metallgnubel gefunden. Keiner. So wie ihr mitbekommen habt, sind wir wieder zu Hause. Und ich bin jetzt gerade am Brötchen schmieren mit Matt oder sowas, weil langsam dunkle kommt und das ist beste Zeit zum Frühstücken. Deswegen bereiten wir jetzt gerade Frühstück vor. Brötchen mit Zwiebeln mit. Da freue ich mich drauf, dass wir das gleich frühstücken können. So, ich werde jetzt erstmal meine Toilette voll scheißen gehen. Oh Scheiße, ich habe hier diesen ganzen Zucker verloren von diesem Zuckerbehälter. Ich hätte das umgekippt. Hier, wir waren gerade bei Nieto gewesen, weil Kumpel brauchte eine Zahnbürste. Und dann sind wir zum Dönerladen hingelaufen und haben uns Döner gekauft zum Fressen. Und ich hab das vergessen gehabt, euch das zu zeigen, wie wir das gemacht haben. Oh, es ist dunkle und wir haben jetzt 3 Uhr morgens früh. Das heißt, beste Zeit zum Glühwein trinken. Glühwein ist fertig. Jetzt können wir Glühwein trinken.
Da freue ich mich drauf. Hier, wir haben noch ganz viel Bier zu trinken. Das muss doch alles leer gemacht werden. So, wir haben gerade Glühwein getrunken und jetzt sind wir noch weiterhin am Bier trinken. Also, hier, noch, jetzt nochmal Glühwein machen. Wir haben das gleich 4 Uhr morgens. Deswegen passt das sehr gut, nochmal Glühwein zu trinken. Weil das ist Herrenwochenende. Deswegen passt das so. zweite Glühwein ist fertig. Hier, wir haben jetzt 7:30 oder so. Ja, 7:30 haben wir. Und Kumpel ist krank. Das ist voll scheiße. Er hat sich eine Erkältung eingeholt. Das heißt, er liegt die ganze Zeit rum. Guten Morgen. Wir haben das jetzt kurz nach 12 Uhr morgens. Und wir werden jetzt erstmal Kaffee machen. Zum Kaffee trinken, zum Wachwerden oder so. Das machen wir gleich. Kaffee ist fertig. Wir werden jetzt anfangen zu frühstücken. Und hier, Kumple hat hier Bierturm gemacht. Mit ganz vielen Bierdosen. Mit goldener Bierdose ganz oben. Das hat Kumple gemacht. Und weil das hat sozusagen so einem Herrenabend, was wir Herrenwochenende, was wir machen. Aber erstmal genüsslich Kaffee trinken. Und dann gleich mal gucken, was wir mit diesem Bierturm gleich machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war ein Herrenstunt. So, wir haben jetzt 1 Uhr oder so, also 13 Uhr. Und das heißt, guter Zeitpunkt zum Frühstück machen. Also werde ich gleich, werden wir gleich Fressen machen. Mit, mit Nudeln und Schnitzel und irgend so ein frischer Salat mit Gurken drauf. Und Blattsalat und sowas. Ich glaube, das machen wir gleich. Extra, damit wir gut frühstücken können für den letzten Herrentag. Der aber nicht mehr so lange geht, leider. Zum Herrenfrühstück mache ich jetzt... Jetzt ist auch noch die Pfanne fast runtergefallen. Mache ich jetzt hier das Wasser, was hier drin ist. Ich habe da Wasser reingemacht. Und weil da auch gleich Nudeln reinkommen oder so, mache ich jetzt erstmal den Herd an. Extra damit warm kommt zum Wasser. Kumple hat seine fettigen Finger an meiner Gurke dran. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil er beschneidet Salat. Der Salat zum Fressen ist vorbereitet. Noch müssen diese Ingwerstücke da vorne, also die hier drauf liegen, dann auch noch bald drauf. Aber dann, wenn das passiert ist, dann hier, guck mal. Hier, von dem hier Blasen kommen. Und hier, weil hier Blasen kommen, kommen jetzt diese beschissenen, dreckigen Nudeln hier rein. Hier, die Nudeln sind eingeführt. Und wenn da bald Blasen kommen und die Nudeln dann weiter werden, also weicher und sowas, dann dann werde ich diese Schnitzel anfangen zu braten. Mit Öl und sowas und noch mehr heiß dran. Und Pfeffer und ja, sowas mache ich da rein. So, Fräsen ist am Braten. Und gleich... Ja, hier, dieser Salat ist auch fertig. Und dann können wir gleich fressen. Da freuen wir uns schon drauf. Guck mal, unsere Fressen sind fertig. Genauso wie es zu einem Herrenwochenende so gehört. So fressen wir das. Wir haben aufgefressen und Tisch ist sauber. Und hier, guck mal. Wir haben ganz viel Bier getrunken. Aber da sind noch
paar Bier. Und das hier, das sind Restnudeln. Das kann man irgendwann fressen. Morgen oder später. Aber nee, das, was wir jetzt gerade gefressen haben, das war das gewesen. Mit Fleisch und Salat. Ich muss schon wieder scheißen gehen. Ich muss schon wieder scheißen gehen. Deswegen werde ich jetzt schon wieder in meine Toilette reinschlüpfen. Ich habe gerade Scheiße gemacht. ich bin gerade scheißen gegangen und jetzt geht Kumple scheißen und unter diesen Scheißgeruch duschen. Das macht er jetzt. Oh Scheiße, wir haben jetzt gerade Sonntagabend und das Wochenende verbraucht und das wird dunkle. Das heißt, weil Wochenende verbraucht ist, ist Kumple schon jetzt gerade eben, seit eben gerade nach Hause gefahren. Aber ich habe mich extrem gefreut auf diesen Herrenwochenende. Das hat wieder Spaß gemacht, das musste mal sein. Ich werde jetzt noch weiterhin Bier trinken. Das mache ich gleich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.